Ach ja, genau. Ich sammle hier Cola aktuell. Wir müssen nämlich ganz viele Colas noch. Hey, oh mein Gott. Und ich wundere mich immer, was hier passiert mit meinem Garten. Ihr verdammten Ratten, ey. Guckt euch das mal an, was die alles weggefressen haben. Ich werde richtig fuchsig. Aber die gehen ja noch, mein lieber Scholli. Die Maulwurfsratten aus Fallout 4, ey, die sind quantenverschränkt. Du schießt auf eine und instant jagt dir eine andere aus dem Boden. Wirklich, die fühlt das oder so. Die sind elektrisch in Reihe geschaltet. Klingenkorn und Mutterbeere, um alles reparieren zu können. Dann die Colas trinken und dann weiter, weiter, weiter. Ja. Na, geht doch, Mensch, ne? Colachens, wo haben sie sich versteckt? Hier und hier, egal welche. Wir müssen sie erstmal wegschlürfen. Das sammelt sich ja. Ein Glück haben wir diesen Hund. Und dann Unterkunft besuchen. Stand ja auf der To-Do-Liste. Fusionskerne haben wir noch genug. Was sagt die Daily Ops? Was möchte die heute von uns? Oh, explodiert beim Tod. Und tödliche Rüstungsdurchdringung. Ja, ich glaube, das wird dann eher wieder ein Job für die Erlösung, weil die brauchen wir nicht bloody spielen. Oder für Van de Klopp. Haben wir auch schon lange nicht mehr benutzt. Ne? Könnte man ja ablegen. Also just for fun, Klopperina. Und stattdessen hier mit Van de Klopp durch die Gegend ziehen. Vierfach Magazin. Macht sich schon ganz gut. Ablegen, Van de Klopp einpacken. Zack, was hatten wir noch sogar? Wumsi. Gauss-Schrotflinte, Rachi, oh ja. Explore Minigun, die Rache der Foundation. Powerpolente auch über jeden Zweifel erhaben. Horny. Horny wollte ich noch lackieren. Aber Horny ist Anti-Rüstung. Ich will Horny eigentlich noch mal haben in blutig. Ja, oder anstarren, weil dann könnte man vieles auch mit einem Treffer lösen. Groggy, oh, beste Nahkampfwaffe aller Zeiten. Gerda die Grobe. Aus sentimentalen Gründen noch bei uns in der Sammlung. Ist nicht ganz so stark wie Groggy, aber ist eine schöne Einhandwaffe. Fluri, das gleiche in Grün. Nicht ganz so stark wie Groggy, aber auf jeden Fall stärker als Gerda die Grobe. Erlösung, Edle Tante Plasma, so gut, Mensch. Auch wenn das Ding nur 2 Sterne hat, ne? Damit kannst du fast die Mutti alleine vom Himmel holen. Bernie, Mensch! Unser Flammenwerfer. Umsalle. Oh Gott. So guter Kram. Wirklich. Und dann den Rotz hier im Verkauf. Aber ist er nur zwischengelagert? Gut, wir sind aber aktuell sehr gut ausgestattet. Fast schon zu gut. Und die Fantastic, die ist immer im Inventar. Wir brauchen immer irgendwann ein Scharfschützengewehr. Die haben wir übrigens jetzt auch noch nicht in der 10K-Version, aber die haben wir zumindest schon mal solide in Fallout 4. Ja, wir müssen uns entstrahlen. Einmal bitte hier raus. Zack. Oder müssen wir noch irgendwas bauen? Hier unten kann das sein. Aber wir müssen ja eigentlich auch erstmal für uns was klar machen. Ne? Nahrungsbuffs und so. Weil ohne macht die Daily Ops natürlich nicht ganz so viel Spaß. Oh, schon wieder schwarz gebrannter Mensch. Weg mit dem Zeug. Das gibt's doch nicht. Ich krieg das immer geschenkt wegen der Schwarzbrennersause. Ja, wir wollen eine Convenience-Tour machen. Und zwar eine experimentelle. Ihr habt mir mal geraten, ich solle doch für AP-Buff Fieberblütentee benutzen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Fieberblütentee die AP-Regeneration stärkt oder die Max-AP. Kann ich das nicht am Kochherd oder so mal kurz gegenchecken? Sollten wir mal tun, ne? So als kleine Planungsphase für die alternative Convenience-Tour. Kochtopf in die Richtung, an den Herd bitte, an den wunderschönen roten Red Rocket-Herd. Aus Routinegründen ins Herstellungs-Loadout. Und nun, was war das? Tee, ne? Nicht Suppe, richtig? Hier steht zumindest Fieberblütentee. Es wird ein Getränk sein. Wahrscheinlich sollte man da auch wieder gezogen und Co. nehmen. Ah, Honig. Ja, Honig haben wir auch eine ganze Menge. Aber wir brauchen auch eine Rußblume obendrauf. Und da steht es ja auch schon. AP-Regeneration würde was ersetzen?
Was würde das ersetzen? Ist auf jeden Fall stimmt, ist auf jeden Fall nicht ganz so aufwendig, ne? Aber Besucher-Tee ist AP-Regeneration 20. Aber mal ganz im Ernst, mit dem Sensenmann gegen viele kleine Gegner, da reicht auch die Maissuppe und Tato Tomato. Und die geht ja nun mal wirklich am allerschnellsten. Da ist wirklich fast dran, ne? Womit konnten wir unseren Crit-Schaden nochmal verbessern? Irgendwas gesüßt und Mutter wäre, wenn ich mich nicht irre. Ist das hier überhaupt gewesen? Ach hier, süßer Mutterbeerentee. Da brauchen wir aber wieder Starlight-Beeren. Aber plus 50% Crit-Schaden. Das ist schon eine Ansage. Wir würden uns den Besuchertee sparen können, weil, wie gesagt, den braucht man nur noch bedingt. Aber dann könnten wir auch Full Rage gehen in Kombination mit dem Sensenmann-Sprint und der Erlösung. Oh mein Gott, das wird ja immer kranker, wird das. Immer kranker. Machen wir jetzt einfach mal. Wir nehmen den gezogenen Fieberblütentee. Und dann nehmen wir noch süßer Mutterbeerentee statt der Fäule. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Okay, das ist die Extended Tour. Und damit würden wir was ersetzen? AP-Regeneration. Es wäre Maissuppe wahrscheinlich, ne? Maissuppe oder Tato-Saft. Ja, Maissuppe. Max-AP bekommen wir dann durch Tato. Und wir ersetzen die AP-Regeneration von Maissuppe. Ja, definitiv. Okay, also brauchen wir Rußblume. Also über unsere normale Convenience-Tour hinaus brauchen wir Rußblume, Fieberblüte und trotzdem Starlight-Beere. Um die Höhle kommen wir nicht drumherum. Wir würden uns den Besucher-Tee sparen. Aber andersherum, der hält auch eine ganze Stunde. Da hätte man auch schon länger was von. Ach komm, ne? Super, super, super Extended Convenience Tour. Lange Rede, kurzer Sinn. Umso länger wir hier stehen, umso weniger können wir töten. Na, habe ich doch eine Cola hier bekommen? Eventuell, na klar, Nuka Grape, rein damit. Schütt es dir einfach rein. Convenience Tour Start und dann immer schön im Wechsel wieder Action und Convenience. Flupdiwupp, hier ist gerade doch hier erstmal Action und dann Convenience. Aber ich muss mir vorher ein paar Gamma-Patronen herstellen, weil ich kann mich so nicht verstrahlen. Noch sind wir ja blutig. Die ganze Convenience-Tour bis zur Daily-Op sind wir blutig. Wir müssen uns ein paar Gamma-Patronen herstellen. Wir hatten so viele. Und jetzt haben wir gar keine mehr. Die hatten wir sogar teilweise verkauft gehabt, aber dann wieder rausgenommen aus dem Verkauf, weil wir nicht genug mehr in der Tasche hat. Energiemunition, wo ist sie? Hier oben, Gamma-Patrone. Geht aber, ne? Geht, aber so viel brauchen wir gar nicht. Flop-die-Wurm. Verstrahlte Grüße. Zack, zack, zack. Durchladen. Hatten noch geglüht. Drei. Oh Gott, das war zu viel des Guten, aber wir werden schon irgendwie überleben. Wir müssen halt auf Zack sein. Das machen wir hier am besten mit dem Gleisgewehr. Im Klopperina-Loadout. Los! Sind schon ein paar Gegner hier. Vielleicht. Zack! Ein Schuss, okay. Nice. Und schön die Muni mitnehmen. Weil davon haben wir jetzt nicht so super viel dabei. Aber stellt sich doch, wie gesagt, super einfach her. Nur Stahl. Mehr braucht man nicht. Und in Fallout 4 hätte ich auf jeden Fall das Mutanten-Hundefleisch mitgenommen. Weil das ist natürlich dann gerade auf dem Survival-Schwierigkeitsgrad eine schöne Alternative, um sich durstfrei zu entstrahlen. Jupp, jupp. Oh, 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 oh. Boom, Schakalaka. Aua, das tut so weh. Ich habe einen Nagel im Kopf. Ja, das tut weh. Das kann ich mir vorstellen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Wir sind ohne Rüstung unterwegs. Hi. Das ist so herrlich, ey. Es ist so herrlich absurd mit dieser Knarre. Aber keine Gleisbolzen hier. Schade. So, weiter.
Hier sind auch andere Leute, glaube ich, unterwegs. Nicht, dass uns jemand die Schüssel wegnimmt. Zack. Oh, 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 oh. Da unten habe ich doch sofort gesehen. Hey, hey, hey. Nice. Dazu immer wieder die Lokomotive. Oh, Project Paradise. Mein Lieblingsevent. Nein, nein, nein. Oh Gott. Das hätte übel enden können. Die zimmern einen ratzfatz nieder, gerade ohne... Und ohne Powerrüstung. Hilfe. Hilfe, Mann. Krank, einfach nur krank. Colas. Nehmen wir mit weiter. Und kryptisch auch noch. Müssen wir heute auch noch spielen. Kryptisch hat auf jeden Fall Vorrang. Vielleicht kriegen wir das noch zu Ende gespielt. Ansonsten starten wir selber kryptisch. Lass mich in Ruhe, lass mich gehen. Jetzt kommt der Abwurf. Ich möchte das ja auch noch abschließen. Wir müssen auch viele, viele Events spielen in dieser Woche. Kommt doch hier runter, ne? Kommt doch hier runter. Auf jeden Fall. Aber nicht auf mich. Ich glaube, das killt einen, ne? Wenn man da drunter steht, müssen wir mal ausprobieren. Kommando. Flop. Reicht nicht sogar ein Schuss teilweise? So absurd. Herrlich. Hi. Ist er weg? Nee. Manchmal treffe ich nicht. Nicht mal im Wett. Cool. Noch einer? Nur die Gleisbolzen, bitte. Nice. Und dann rüber kryptisch. Na los, Mensch. Na los. Wir haben es eilig. Dankeschön. Kryptisch. Fluppdiwupp. Aber nicht ohne Rüstung. Hier hätte man natürlich jetzt auch idealerweise auch schon Full Health sein können. Ebenfalls als Vorbereitung für die Daily Ops. Aber man kann nicht alles haben. Geht schon los, wird schon geballert. Go! 128 Schuss, wir müssen die Muni im Auge behalten. Aber ich will hier lieber ein paar Roboter killen. Haben wir eigentlich noch den Camper? Au, 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 au. Okay, das war offensichtlich der Faker Sheep Squatch. Aber wir sind gleich wieder drinne. Aber nicht mehr ideal blutig. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Jupp. Ah, die Energieanzeige spinnt schon wieder. Da ist er. Da ist er. Ich sehe ihn hier drüben. Ich kann nicht. Ich bin blutig. Und er ist noch getan. So. Kampfsperre. Hallo, Roboter. Irgendwo muss ja doch ein Roboter sein. Ich will auch jemanden killen. Bitte. Jetzt, nee, nein, 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 hör doch mal auf jetzt hier. Alles weggezimmert. So, Rückwand, Gehäuse, Antenne, nein, das ist schon wieder so ein kleiner. Jetzt, da, Kampfsperre, 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 ja, da war sie. Schön, 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 schön. Es ist nur noch die Munition, die uns teilweise im Wege steht. Und das Nachladen. So gut, sehr schön. Flop, flop, flop. Und da gehen sie nieder. Muni nachher nicht vergessen. War es wieder? Nee, das ist ein anderer gewesen. Können wir gerade auf den Sheep Squad schießen? Hilf ihm. Nein, nein. Ignorier mich. Aber dich kann ich wiederbeleben. Zack. Ach, ist schon. Ist schon betingelt worden. Ich habe ihn noch gerade jetzt wieder. Na, na, na. Was für eine Verschwendung. Ich glaube, das Stimpack wurde uns trotzdem abgezogen. Plop. Nice. Die Kleinen erstmal hier weghauen. Spritze. Weiter. Der ist hinüber. Ich kann nicht Leiter sein. Ich bin blutig. Das überlebe ich nicht lange. Na, das geht auch nicht. Das zählt auch nicht. Jetzt, oh, oh, oh. Es ging wieder viel zu schnell. Ist er tot? Sieht danach aus, ne? Wir waren aber dabei. Das zählt. War das gerade ein Rucksack? Haben wir einen neuen Rucksack bekommen? Ich freue mich auf das Ende der Season. Aber ich werde diesmal ein gutes Stückchen die Season weiterspielen.
Da soll es ein paar tolle Sachen geben, habe ich gehört, die im Nachhinein noch kommen. Aber ob da wirklich Atome kommen, das würde ich gerne ausprobieren. Na. So, Muni, jetzt. Wir haben sehr wenig. Brauche ich. Ja. Und nochmal ran, bitte. Für das neu sortierte Munitionsdepot. Ja. Danke sehr. Und da oben nochmal. Da haben wir auch ein bisschen rumgeballert. Bei euch hier. Schade. Offensichtlich kriegen wir hier viele Gleisbolzen nicht zurück. Bevor wir in die Daily Ops gehen. Wobei, wir spinnen ja sowieso nicht die Daily Ops. Mit Gleisi. Oh, Doppelschuss. Hallo. Ist ja auch mal ganz nett, ne? Aber das wird ordentlich Munition schlucken, das Teil. Gut, hätten wir kryptisch für heute absolviert. Ich glaube, das hat jetzt auch Scorepunkte technisch gezählt. Ja, ganz offensichtlich. Für das tägliche Score, Ründchen müssten wir noch eine Daily Ops spielen. Machen wir ja auch. Ist ja quasi alles in Arbeit. Eins nach dem anderen. Das war jetzt Action. Jetzt kommt wieder die Convenience. Aber nicht in meiner Power-Rüstung. Ich habe zwar vor kurzem das Glück gehabt, dass ich Besuch hatte in meinem Camp von einem reisenden Händler. Ne? Und da konnte ich sogar wirklich bei einem Händler, das hatte ich noch nie gehabt, 12 Fusionskerne kaufen. Aber trotzdem müssen wir ja nicht verschwenderisch sein. Cranberries, oh Cranberries. Und was sehe ich da? Oh mein Gott, wir sind auch noch psychoabhängig. Ihr wisst, was das bedeutet. Reach and clear. Jetzt mal mit Pfanne kloppen. Ne? Haben wir schon eingepackt. Sehr schön. Hunde. Hallo Hunde. Alles klar bei euch? Flop. Für euch reicht auf jeden Fall auch Pfanne kloppen. Reicht eigentlich immer. Gerade mit diesem mordsmäßigen Magazin. Und wenn wir hier schon mal die Ecke sind, gucken wir auch gleich mal, ob wir hier nicht eventuell Glück haben in Sachen Wackelkopfpuppe. Nein. Oh doch, da ist sie. Hat sich versteckt gehabt. Schön. Schön. Aber hier gibt es ja nicht nur eine. Hier gibt es mehrere. Einige gibt es hier. Und da drüben, da könnte die nächste sein. In dieser kleinen Hütte. Hundi, weg mit dir. Kinderbettchen? Nee. Naja, gut. Man kann halt nicht nur Glück haben. Aber hier ist noch eine dritte versteckt. Beim Feld. Da hinten. Aber vorher müssen wir ein bisschen snipern. Wenn überhaupt noch Insekten da sind. Doch, da ist eine. Eine Mücke-Mensch. Die wollte nicht. Kurzes Zielwechsel. Neu ansetzen. Da ist sie. Katsching. Und es hört sich absurd an, aber gerade das Snipern fühlt sich hier so krass anders an, als wie in Fallout 4. Ich muss da noch mal in Fallout 4 die Einstellungen checken. Ich krieg das da echt nicht hin. Irgendwie ist das Ziel da so viel langsamer. Ich hoffe, man kann das auch separat einstellen. Damit ich da nicht jedes Mal so eine Konvertierungsleistung bringen muss. War's das? War das alles? So. Dingelingeling. Guten Morgen. Wackelkopfpuppe ist nicht da. Oh Gott. Schade, hätte ja klappen können. Na dann eben nur die Cranberries. Razzi Fazzi. Und das war ein Stückchen Convenience. Gute Convenience, die beste. Flop und flop und flop. Hier wächst jetzt nur noch, genau, nur noch Cranberry. Ja, super. Und da wir den Besuchertee heute ausfallen lassen, obwohl wir die große Tour machen. Wobei, war das jetzt sicher? Hatten wir das beschlossen gehabt? Müssten wir eigentlich tun, ne? Damit wir mit den Starlight-Beeren dann mehr vom süßen Mutterbeerensaft herstellen können. Aber AP-technisch, wie gesagt, mit dem Sensen mal überhaupt kein Problem mehr. Es sei denn, wir benutzen die Erlösung. Das Ding schluckt so viel AP, Mann. Waren das alle? Haben wir 20 Beeren, ne? Müssten wir noch haben. Cranberries. 20 Stück. Wir haben sie. Sehr schön. Schnellreise-Loadout. Und was machen wir als nächstes? Können wir hier vielleicht noch was auf Long Range erledigen? Baue einen Boden, eine Wand oder ein Dach in Werkstätten oder Camps.
Naja, oh ja, stimmt. Project Paradise. Ganz vergessen.